Das stört mich ein bisschen schon, der Herzfragment da unten. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Link's Awakening. Ich hoffe, euch geht es gut, mir geht es sehr gut. Keine Ahnung, warum ich allein bin, obwohl er da ist. Auf der Kamera. Ich habe gerade zu ihm gesagt, dass der Herzfragment mich unten links da schon ein bisschen stört, dass ich ihn nicht nehmen kann. Aber letztes Mal haben wir uns verlassen, als wir die 2 goldenen Blätter von den 5 goldenen Blättern gefunden haben. Deswegen denke ich jetzt einfach, vielleicht sollten wir in das Schloss gehen, vielleicht finden wir dort die letzten 3. Das denkt er nicht, das hat er gerade nachgeschaut. Habe ich nicht. Hat er nicht. Er denkt, lasset die Blätter da sein und beschwört die dahin. Und wenn er dann da ist, sind sie da. Du bist so ein Arsch. Ja, das siehst du, das hast du doch dahin beschwört. Dann geht's wenigstens schneller, weil er hat's im 6. Part gemacht und obwohl das auch halben Stunden Part sind. Und ich mach das im, keine Ahnung, 14. Part oder sowas. Hi. Sieht man mal, weshalb unsere Videos so low ranked sind. Ja, ich bin ja wieder da, also kann ich hier vielleicht mal wieder reinschieben. Wieder mal ein krasser Effekt. Du nervst. Oh! Perfekt. Ja, perfekt. Hi, Leute! Jetzt kannst du stoppen, sonst ist es verzerrt. Ja, Digga, wenn ich stoppe, ist das die Festkammer in die Mitte rückt. Er fühlt sich krass so. Ja. Die armen Zuschauer. Ich entschuldige mich für sein Benehmen. Ich weiß, dass er ein Kind ist. Ich bin König. Kommst du darauf? Jetzt sind wir wieder da. Was findest du wieder so lustig hier? Ich? Was mich da beunruhigen ist. Sollte? Oh, wir sind oben. Sich immer schön verstecken, Link. Wir sagen es nicht Uwu, sondern... GC! Uwu! GC! Was denn Uwu GC? Nein, wir sagen nicht Uwu, sondern GC. Was steht für Gamer? Oh, was? Ich hab ne Bombe! Yeah, boy! Bombe! Ich wollte die aber gut aufbewahren. Und die nicht einfach so wegbomben. So, das ist jetzt ein kleiner Wicht. Den du einfach eins auf die Glocken geben musst. Oder er gibt dir eins auf die Glocken. Und auf die Klöten. Wie unser Freund, der Sasa Samu immer sagen würde. Den kennt ihr noch aus den Mario Party Videos, meine lieben Damen und Herren. Kanntest du uns noch gar nicht mal. Krass, ne, ich sich nicht halt vergeht. So, jetzt. Oh, du musst aber ganz schön gerade einkassieren, das weißt du, ne? Aber. You've got it! You made it. So, ein Blatt noch. Dann hau ich ab. Peace. Cola ist mehr. Hast du was gegen Cola? Absiebung. Also ich hab ja jetzt eine Bombe. Und das ist hier brüchig. Oh du Huren. Stopp, mach noch nix. Noch nicht die Bombe werfen. Doch. Nein, warte. Ernsthaft, warte bitte kurz. Ciao. Warte. Ich mach das jetzt voll krass. Moment. Wir machen das jetzt krass. Was passiert, wenn ich auf X drücke? Oh, dann fliegt die an meine Bombe. Ja, jetzt warte mal. Ich will mal nehmen. Das
hättest doch einfach Explosion machen können. One eternity later. Interessanter Name. Jetzt kann es noch ein bisschen dauern. Spürt einfach 5 Minuten vor, denn dann wäre der krasse Effekt endlich da. Nein! Fuck, verkackt. Egal. Darf ich jetzt endlich das Ex- Ja, scheiß drauf. Mach. Ist mir egal. So, ciao. Du. Und Feuer ist explodiert. Mann, ist das ein krasser Hilfsweg? Der so spät kam. Das ist jetzt so ein Videokonzert leistet. Und die Bombe, wie du siehst. Du, das ist auch einfach so als. Hat die Wenn Bombe du jetzt könntest. Was genutzt? Ja. Was hat denn los? Gar nichts. Da drüben. Fällt ja drauf, dass ich die an einen anderen Ort hätte verwenden können. Sinnvoll. Nee. Doch, wo waren das? Wo wir eine Bombe haben wollten, aber dann noch keine hatten. War doch in einem von den letzten Parten, oder nicht? Bombe! Alles Bombe! Autsch. Autsch, meine Ohren. Was? Meine Ohren penetriert. Hallo, wir sind in der Aufnahme. Einfach mal die ganzen P-Wörter weglassen. Okay? Wie zum Beispiel... Pfirsich. Nee. Oder wie zum Beispiel... Prokop. Brotkorb, ganz toll. Das Ding ist, Oder wie zum Beispiel Brot. Ah ja. Brot. Brot. Hey, Brot. Was passiert, wenn ich eigentlich... Fern das will? Brot. Pöpöpö. Das sind aber Ohren penetriert. Und wenn du sagst, hab ich eh kein Abonnent mehr. Wir müssen mal so soll ich dir zeigen, wie man Nein. Sachen penetrieren? Nein! Du drückst nicht. So, okay. Ey, Mann, hast du das Mikro ausgeschaltet? Wieso hast du denn reingepult wie so ein Sackgesicht? So macht man qualitatives Ding. Nicht erstmal 100 Jahre nachsuchen für einen Explosion GIF und dann das failen. Damit eine zu große Null dafür ist. Dafür habe ich mehr Talente als du. Ich kann Bomben kaufen! Ciao, ich kaufe mir Bomben. So, jetzt habe ich 30 Bomben und explodiere deine. Warte, jetzt kannst du es ja nochmal versuchen. Kannst du nochmal versuchen, aber ich werde es ein zu großer Nebel vorlegen. Schau, ist nicht toll. Was denn? Was? So, und jetzt? Und sehen die das echt? Natürlich. Immerhin haben wir nicht gesehen, wie du von so einem fetten Käfer da reingeswickt wurdest. Oh, hallo. Hallo! Heilig. Ein schöner Stock, den in du der Arsch. Sag mal, der Typ ist doch auch wohl. Jetzt kommen die ganzen Salzbienen raus und Link muss sich wieder im See verpissen. Leg ihn um. Aber dafür werden wir den Honig haben. Uff. Tja, plötzlich geschafft, vielleicht? Nein. Mann! Einfach Bombe in die Löcher reinwerfen! Du hast noch einen. Ich will doch kein.
Keine Bombe, warte, was passiert, wenn man da eine Bombe reinlegt? Bombe! Oh, was droppt? Probier's noch, lol. Darf ich noch mal eine Bombe? Nein, ich setze 30 Stück. Ah. Was ist da gerade explodiert? Eine Bombe von dem Ding da, das hat mir schon. Oh ja, nachdem ich das gesagt habe, das passt doch perfekt, gell? Das passt perfekt. Nachdem ich sowas gesagt habe und dann machst du sowas. Das klang schon ein bisschen schwer. Speedrunner. Er hat wieder aufhören mit dem GF. Memes. Jetzt. No, you can't. Ja, du, er fühlt sich so krass gerade eben. Bombe! Mann, du kannst es echt nicht. Das machst du viel zu spät einfach. So, 5 Blätter, so, jetzt gehen wir zu Richard und sagen ihm, verpiss dich. Ich wedel gleich deine. Jetzt solltest du noch einmal Richard wegen des Schlüssels aufsuchen. Wegen eines großen Schlüssels, den du wieder mal nicht hast. Ich gehe einfach von da oben, es gibt mir hier zu viele Mobs. Was, Mobs? Nein, ich bin eben noch in Minecraft-Mode. Deswegen sage ich auch Mobs. Und nicht Monster. Fuck this shit, I'm out. So, gut, du bist angepisst von den ganzen Memes, das wollte ich aber reißen. Wunderbar. Ich bin angepisst von dir, krass. Weil du, das nervt schon, weißt du schon, oder? Das nervt. Der Mensch ist immer 3 Sekunden zu spät, einfach mein Bombe-Ding da loswerde. Ist normal. Einmal geht es vielleicht, aber beim zweiten Mal nein. Nein! Das ist ja gerade das Lustige daran. Ich lach mich tot. Haha, Hurensohn. Sick sagt was? Sick soll. Sick. Ich hab's nicht gelesen. Denkst du, wir kommen jetzt voran hier? Ja, wir kommen auf jeden Fall voran, weil wir auf jeden Fall. Wir haben wegen diesem Dungeon geblockt. Also. Richtig, Richtig. Das wäre der Ritchi. Ah, sehr gut, da hat er alle Blätter finden können. Was ist das für Ritchi mit den ganzen Blättern eigentlich? Mir einen Schlüssel geben. Was macht er mit den Blättern? Das interessiert mich da nicht. Stell dir vor, du wolltest jemand Drogen verkaufen. Wolltest du nicht erzählen, was der Typ mit den Drogen macht? Echt jetzt? Und ich hab gar nichts bekommen, oder was? Ach, kannst du Schlüssel bekommen? Ich hab echt keinen Schlüssel bekommen. Hätte man dann dir Schlüssel das Schlüssel bekommen sollen? Da, das hat mir doch gesagt, ja, du kriegst einen Schlüssel. Schloss, Kanäle, 10 Minuten. Geh doch mal rein. Vielleicht gibt er jetzt einen Schlüssel. Ja, ich hab's selber. Einfach abstechen, wenn ich keinen Schlüssel gibt. Stech dich ab. Sonst lege ich eine Bombe bei dir ins Haus. Ja, ernsthaft, kannst du hier eine Bombe reinwerfen? Nicht, ne? Jetzt rastest du ja mal aus. Rastet der ja mal aus. Das ist ja ein tolles Regal. Das interessiert mich nicht. Haha, ich bin so gewalttätig. Mann, ich wollte einen Schlüssel von ihm. How to be oh, mais tu me saoul, mais vraiment. Tu vas t'en prendre deux. Mach mal kurz die Kamera aus.
Moment. Hallo! Was für Shit, das ist so nicht selbst. Ja. Aber du, die Kamera ist auch. Hier, das hast du echt verdient! So. Nach einer heftigen Ohrfeige. Er hat's so gemacht. Nee, ich hab Ohrfeige. So, warte schon mal. Und das hast du verdient! So. Seht ihr, so einfach ist das. Und keiner hat Beweise. Siehst du? Hörst du die Dinger? Diese Feine? Die klingen genauso wie du. Das ist ein Moblin. Oh! Sag es ja! Aber die sehen aus wie fette Schweine. Die sind Moblins. Aber die sehen aus wie sie meine. Was? Drauf erstmal eins. Autsch. Aua! Ich weiß nicht wohin. Ich sag auch nicht. Ich weiß nicht. Mann, ich flipp echt aus mit diesen Dingern. Einfach Bombe in die Dagenei werfen, ist das Ding weg. Ich will aber doch keine Bomben verschicken. Das ist natürlich eine Idee. Das ist ein Herz. Weißt du, warum ich das weiß? Weil ich eben gefühlvoll bin. Du bist bitte was? Gefühlvoll. Da lachen sogar die Hühner. Nein. Echt jetzt? Was? Ich werde direkt vor dem Loch gespawnt. Das ist ja eine Scheiße in dieses Spiel. So. Warst du da schon drin? Ich kann da hochgehen. Warst du da unten schon drin? Ja, war ich. Okay. Das war der langweiligste Ort, den ich hier in diesem ganzen Spiel erlebt habe. Ich werf gleich bei euch eine Bombe rein, weil ihr mich nervt. Da gab's Nachteile, weil die Geister können nicht sterben, weil die Geister sind, ne? Ich glaube, die können sterben. Weil der König ist ja auch gestorben. Irgendwann habe ich ihn hier dann gekillt. Können wir die können sterben? Vielleicht geben die den Schlüssel. Wenn du alle killst? Keine Ahnung. Ist ja nur eine Vermutung. So ein Fokus einfach auf den da. Oh, danke, Ero. Wie sammeln wir uns jetzt gegen die Ding da unten an? Weil das mir Herzen gibt, aber ich brauche keine Herzen für den Moment. Das hättest du sehen sollen. Was passiert? Ich habe einfach so einen Stein geworfen, aber der war so. Das ist der Stein. Hast du auch nicht gesehen? Hallo, ich bin dran, Rudi. Für 28 auf einmal, yeah, Rabatt. Du bezahlst ein Mädchen für etwas. Und was wurde dir jetzt geschenkt? Ich kann nicht, also ich habe einen Extra Life sozusagen.
Und das kann sogar jetzt mit Paris weitergehen. Oder doch? Schau mal, da war doch irgendetwas, wo wir doch gesagt haben, dieser Stein, der brennt. Oh, was für ein seltsamer Energie. Schau dir das doch mal an. Das ist ja ein Teleporter. Oh mein Gott! Oh ja, stimmt, jetzt kommen wir dadurch. Du! Kriegt jetzt alle so eine Schelle von mir. Eine Kochzelle, bitteschön. Die sind im Video. Mann. Das sagt der Typ da vorhin. Was denn? Das habe ich vorhin gemacht. Oh, hast du auch rumgeflucht hier? Ich habe rumgeflucht, ja, ich habe rumgeflucht. Mein Wort, das gibt sowas schon als Mimenswissen. Was denn? Das Seewort, was ich gerade gesagt habe. Das gibt's als Meme. Also das ist nur Meme gesagt. Alles gut bei dir? Oh, oh, was steht da? Oh, sollte. Bring mir alle komischen Steine. Bring mir alle komischen Steine, die du findest. Sag mal, der erste komische Stein sitzt hier rechts neben mir. Ich hatte tatsächlich mal so einen riesen leuchtenden Steinelampe. Kennst du diese Dinger? Nee. Will ich auch nicht kennen. Kennst du immer diese Leute, die sich cool finden? Ja, also wie du zum Beispiel. Nee, ich finde mich nicht cool. Also du glaubst du selbst, dass du uncool bist? Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Also meinst du, finde ich dich nicht cool? What? Einfach alles wegspringen. Im Ernst, wenn du irgendwo durch deine Bedingung nicht weiterkommst, kannst du einfach alles wegspringen. Hey. Ich überleg gerade. Das ist einfach eine random Treppe und nicht mehr. Ja. Aber jetzt ist das wieder normal. Ha, Noob. Ha, Noob. Oh, und jetzt kriege ich wieder drei Leben. Nee, bitte. Bei wie viel sind wir schon? 23. Das ist aber ein seltsames Objekt. Warte. Jetzt haben wir ja Bomben. Nicht mehr mit Bomben. Das war dein Zettel. Wie man das wegräumt, das in der nächsten Part. Adios und bye bye. Ciao.